Sie fängt an, deshalb bitte einen besonders donnernden, lautstarken, frenetischen Applaus für Marsha Richards aus Mundart. Eben hat der Philipp gesagt, du bist heute die Erste. Hat sich, ja, ist jetzt so. Muss jetzt mit klarkommen. Ja, ich habe einen Text mitgebracht, Wunder. Und zwar hat jeder mal so Tage, wo alles richtig scheiße läuft. Wo einfach alles schief läuft den ganzen Tag lang. Und das habe ich jetzt mal aufgeschrieben und meine Freunde wissen, was mir davon wirklich passiert ist. Wer wissen möchte, was mir wirklich passiert ist, fragt, aber ich antworte nicht. Und es ist wieder einer dieser Tage. Einer dieser Tage, an denen du dich fragst, warum alles nur so langsam vor sich hin poltert und warum du dich überhaupt aus dem Bett plagst. Es ist einer dieser Tage, an denen du selbst über dein schnurloses Telefon stolperst. Und du ahnst schon, dass das Einzige, was auch nur ein bisschen Spannung an diesem Tag in deinem Leben erzeugt, dein Spannbettlaken sein wird. Es ist einer dieser Tage, an denen das lauwarme Wasser in einem laschen Strahl aus der Düse plätschert, an denen auf einmal überhaupt kein Wasser mehr fließt und nur ein ekliger, klebriger Rest deines Shampoos in deinen Haaren hängen bleibt. Es ist einer dieser Tage, an denen du nichts anderes mit deinen langen Haaren anzufangen weißt, als sie ins leckere, selbstgekochte Essen zu integrieren. Einer dieser Tage, an denen der Kaffee keinen Tatendrang, sondern nur den Drang, aufs Klo zu gehen, in dir auslöst. Einer dieser Tage, an denen dir selbst dein fünfjähriger Bruder sagt, Mann, siehst du heute scheiße aus. Einer dieser Tage, an denen du dir Spiegel mit integriertem Photoshop wünschst, mit Copy-and-Paste-Funktion, damit sich deine Mutter nicht mehr über deine unreine Haut auslassen kann. Einer dieser Tage, an denen du auf die Frage, kann ich dir einen ausgeben, als Antwort bekommst, ich hätte lieber das Geld. Es ist einer dieser Tage, an denen du mit Mordshunger nach Hause kommst und in deine Mutter nur einen Zettel dagelassen hat und auf dem steht, hallo Schatz, dein Essen steht im Kochbuch. Es ist einer dieser Tage, an denen du nur schlechte Witze reißt. Sowas wie, komm, lass uns zum Briefkasten gehen, da geht die Post ab. Und dadurch verlierst du dann alle deine realen Freunde und noch deine virtuellen aus Facebook, Werke, Links, Sing, mein VZ, Stay Friends, mein Space, Twitter und lukaislisten.de. Es ist einer dieser Tage, an denen du dir deine eigenen Pointen erklären musst. Einer dieser Tage, an denen die Luft überall riecht wie auf dem Schulklo. Es ist einer dieser Tage, an denen dir dein Freund gesteht, er ist jetzt mit deinem Ex-Freund zusammen. Es ist einer dieser Tage, an denen dein Tagebuch anfängt zu weinen, weil dein Leben so unerträglich ist. Einer dieser Tage, an denen sich dein Teddybär die Augen auskratzt, nur um dich nicht mehr sehen zu müssen. Einer dieser Tage, an denen du deine Gefühle am liebsten an einem Baum am Rastplatz festbinden würdest, um damit quietschenden Reifen davon zu brausen. Einer dieser Tage, an denen dir selbst dein Kopfkino-Horror-Szenarien vorspielt. Und in diesen Szenarien ist Mario Bart dein Vater und Cindy aus Marzahn deine Mutter. Es ist einer dieser Tage, an denen du dir denkst, diese Woche ist nicht mein Tag. Einer dieser Tage, an denen der Regisseur deines Lebens eindeutig betrunken gewesen sein muss. Einer dieser Tage, an denen du dich stundenlang auf den Kopf stellst, damit deine Gedanken endlich mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückfinden. Einer dieser Tage, an denen du eine Geschlechtsumwandlung erwägst, nur um mal wieder Herr deiner eigenen Sinne zu werden. Es ist einer dieser Tage, an denen du beklagst, dass du nicht immer bekommst, was du willst. Und an denen dir deine Freunde antworten, dass du lieber froh sein solltest, dass du nicht bekommst, was du verdienst. Einer dieser Tage, an denen du deinem Therapeuten von einem solchen Tag erzählst und er nur antwortet, das ist aber auch alles eine Scheiße. Und er verschreibt dir kein Bad mit ätherischen Ölen, sondern ein Bad mit Föhn. Es ist eben einer dieser Tage, an denen die Realität der Hoffnung mal so richtig in die Fresse haut. Und nach einem solchen Tag legst du dich ins Bett, hoffst dir, dass nicht auch wortwörtlich die Decke auf den Kopf fällt und sehnst dich nach einem besseren Tag. Nach einem Tag, an dem nicht die Grippe, sondern die Liebe ansteckend ist. An dem alles Essen nach Schokolade schmeckt, die Luft nach frisch gemähtem Gras riecht und sich deine Haare wie weicher Vlies anfühlen. An dem deine Haare so perfekt fallen, dass selbst Heidi Klum neidisch wird und dir freiwillig alle Haarwerbespot-Verträge überträgt. Ein Tag, an dem all dein Lieblingsessen 0 Kalorien hat und dein erster Kaffee schon Wirkung zeigt, nicht erst dein 6. Ein Tag, an dem du immer pünktlich bist, egal wie spät du losfährst. Ein Tag, an dem Langeweile nicht existiert, an dem dieses Wort nicht mal im Duden steht und nicht definierbar ist. Ein Tag, an dem du jeden beleidigen kannst, ohne dass derjenige böse auf dich ist. Sogar dein Mathelehrer.
aber eigentlich wird es ein Tag sein, an dem du gar keine Schule haben wirst oder keine Arbeit, an dem du ausschlafen kannst und an dem dich nur die Sonne mit einem kitzelnden, hellen Strahl weckt. Ein Tag, an dem sich alle in deinem Strahlen bräunen können. Ein Tag, an dem dein Terminkalender leer ist und du machen kannst, was du willst. An dem du wirklich machen kannst, was du willst, weil du tatsächlich alles kannst. An dem du in jeder Situation die richtigen Wörter findest und dir kein einziges mehr auf der Zunge liegt, sondern locker, flockig runterrollt. Ein Tag, an dem dich alles dazu inspiriert, Texte zu schreiben. An dem du mindestens 10 neue Texte schreibst. Und an dem diese alle besser und schöner sind als alle, die jemals von Sebastian 23, Ilin Hoyne, Daniel Wagner, Theresa Harlow, Nadja Schlüter und vielen anderen geschrieben worden sind. Ein Tag, an dem Weihnachten, Ostern und dein Geburtstag zusammenfallen. Ein Tag, an dem die Hoffnung überhaupt nicht stirbt, sondern alles überlebt. Sogar die verdammt harte Realität. Kurz gesagt, ein Tag, an dem alles perfekt ist. Doch tief in deinem Herzen weißt du, dass es niemals passieren wird. Dass es so einen Tag niemals geben wird. Und deswegen hoffst du, dass der nächste Tag wenigstens durchschnittlich wird, so ganz normal. Und du schläfst ein und träumst von grünem Gras und Schokolade. Dankeschön.